Wir sind um 15.07 Uhr gegen, zu einer eingeklemmten Person in der Baugrube gerufen worden. 15.16 Uhr sind die ersten Kräfte eingetroffen. Dabei wurde festgestellt, dass zwei Personen in einer ca. 2 Meter tiefen Baugrube verschüttet waren. Der Kopf war bei beiden Personen frei, die Atmung war sichergestellt. Die Feuerwehrwinnenden konnte nach ca. 20 Minuten mit reiner Handarbeit, Schaufeln und Hacken die erste Person befreien und an den Notarzt übergeben. Bei der zweiten Person gestaltete sich die Befreiung sehr aufwendig und schwierig, weil Erdmaterial nachgerutscht ist und auch eine Wasserleitung gebrochen war. Die Baugrube lief über 2 Stunden immer voll mit Wasser und so musste man abwechselnd Lehmboden mit Hand und mit Hacken aus der Baugrube entfernen, das Wasser, nachlaufende Wasser immer abpumpen. Und nach ca. 2 Stunden war die zweite Person befreit und konnte auch an den Rettungsdienst übergeben werden. Der Rettungsdienst war immer fort, der Notarzt auch. Man musste die Patienten auch nicht medizinisch versorgen. Man hat sie gewärmt mittels Scheinwerfern, die über die 1000 Watt Scheinwerfer auch eine gewisse Hitze abgeben. Man hat sie mit warmen Getränken versorgt, weil nach einer Stunde stehend im Wasser in so einer Lehmgrube friert der Körper natürlich auch aus. Aber wir konnten mit Getränken die Person soweit versorgen. Vom Schmerzzustand war es der Person soweit okay. Der Fuß war halt eingeklemmt in der Baugrube, in einer Wasserleitung. Und das war das Problem, dass der Fuß unter der Wasserleitung eingeklemmt war. Und daher war die Befreiung sehr, sehr aufwendig. Ja, sowas hat man eigentlich nicht alltäglich, dass jemand in der Baugrube dermaßen verschüttet ist und auch durch die Verdichtung, die Bauarbeiter zuvor ja gemacht haben, das war dann ihre Arbeit, die haben den ganzen Grund sauber verdichtet. Und das war das Problem, das ist danach gerutscht. Durch eine Nachbarfirma, die hier mit Gartenarbeiten beschäftigt war, die haben uns freundlicherweise ihren Bagger zur Verfügung gestellt mit einem Fahrer. Und das war eigentlich das Wesentliche an der ganzen Rettung. Wir konnten mittels Bagger immer sauber das Erdreich abgraben, bis zu 2,5 Meter tief. Immer mit dem Bagger, dann wieder von Hand mit Spaten. Und diese abwechselnde Arbeit, Bagger, Spaten, Handarbeit, hat letztendlich dann die zur Befreiung beigetragen. Die Feuerwehrwinnenden waren mit 7 Fahrzeugen vor Ort von allen 3 Standorten der Feuerwehrwinnenden. Wir waren ca. 35 Mann im Einsatz. Wir haben uns immer nach 10 Minuten, 15 Minuten abgewechselt. Besonders am Anfang, weil das sehr kräftezehrend war. Und besonders am Anfang war es entscheidend, weil die Person ja bis fast zu der Schulter eingeklemmt war, dass einfach möglichst schnell viel Erdmaterial entfernt werden konnte und dass die Person einfach wieder von uns Fuß bekommen hat. Daher war am Anfang ein hoher Personaldurchsatz. Am Schluss haben wir dann immer 4, 5 Leute gleichzeitig in der Baugrube arbeiten lassen.